Hallo allen zusammen. Ich habe mir die Statistiken meines Kanals angesehen. Meine Videos werden hauptsächlich in Russland, der Ukraine, Deutschland und Polen angesehen. Deshalb spreche ich in meinen Videos selten meine Muttersprache Niederländisch. Normalerweise spreche ich Englisch oder Russisch. Polnisch und Ukrainisch verstehe ich ein bisschen, aber ich kann es nicht sprechen. Heute lädt das Thema dazu ein, ein Video auf Deutsch aufzunehmen. Die Sowjetunion und der Deutsche Demokratische Republik haben mir immer sehr fasziniert. So, ich bin immer gespannt, etwas zu finden von diesen Ländern. Und das ist nicht so einfach, wenn sie in Belgien wohnen. Diese zwei Wagen habe ich hier in Belgien gekauft. Das sind zwei Wagen von Pico, gemacht in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Packung ist ja wie neu. Ja, sehr gut. Und es gibt es noch etwas darin. Ich denke, das ist noch wie originell. Gibt es noch die Beschreibung? Das ist wirklich interessant. Aha, und es gibt es auch auf Russisch. Aha. So, das ist ein Containerwagen. Sehr lang. Wirklich sehr schön. Wow. Das sind noch die Teile, die man dazu fügen kann. Ist noch komplett und nicht geöffnet. Nein. Und das ist der Waggon. Super, wie neu. Wirklich wie neu. Unglaublich. Wie eine Zeitkapsule. Kommt das von den DDR? Wie neu. Vielleicht ist es schon geöffnet gewesen, aber niemals gebraucht, denke ich. Wie eine Zeitkapsule. So, das ist den Wagen und dann die Container. Und es gibt es noch einen zweiten Wagen. So, auch mit Instruktionen. Sehr schön. Und auch selbst Ware. So, klasse. Wir gehen mal sehen, wie das aussieht auf meiner Anlage. So, lass mal sehen, wie das läuft. Ich habe nur ein Lok der BA120 gezollt. Nur ein Lok von der Deutschen Demokratischen Republik. So, Sie haben die schon gestern gesehen, aber ja, die wird auch heute laufen mit diesem Containerwagen. Obwohl ich Radius 1 und 2 gemischt habe in meine Anlage, gibt es kein Problem für diese Wagen. Die sind sehr lange, aber ohne Probleme.
Das war alles für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.